Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Chutney-Rezept, das ist Mango Minze Chutney. Es schmeckt sehr frisch und dafür habe ich etwas grüne und leicht reife Mango benutzt und deswegen schmeckt es ja so süß und sauer. Es schmeckt sehr lecker, so jetzt fangen wir mal an. Eine Handvoll Minzblätter, Viertel Teelöffel Himalaya-Salz, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel, 1/2 Teelöffel Fenchelsamen, 200 Gramm Mango. So, die Mango ist etwas grün und ein bisschen reif. Ihr könnt solche Mangos einfach im Supermarkt finden. Eine kleine Knoblauchzehe, eine grüne Chili und es ist optional, wir können es einfach weglassen. So, für das Chutney gebe ich dir alle Zutaten in einen Mixer und fein pürieren. Minzblätter, grüne Chili, Knoblauchzehe, Himalaya-Salz, Fenchelsamen, Kreuzkümmel, und die Mangostückchen. Alles zusammen pürieren. Hier füge ich die restlichen Mangostücke hinzu und alles weiter pürieren. Und wir sind fertig, haben wir Mango Minze Chutney. Es ist eigentlich nur ein 2-Minuten-Rezept. Und hier habe ich Paratha damit. Es schmeckt auch sehr lecker mit Naan und auch mit Nachos. Ich mag es auch als Salatdressing. So, ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Bitte versucht mal und die Zutaten stehen unter in der Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!